auf Visionsreise. Die Apachen machen das schon lange so. Das ist eine Reise in dein tiefstes Inneres. Ein spirituelles Erwachen. Sogar Jesus war auf einer Visionsreise. 40 Tage in der Wüste. Das ist ein heiliger Brauch, Herrgott. Das ist ein heiliger Brauch, Herrgott. Für sowas sind Drogen zuständig. Genug Stoff, um uns alle bis nächste Woche die Lichter auszuschalten.